Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Was ihr im Hintergrund seht, ist die Bucht von Marseille und was ihr hier seht, ist der nagelneue Volkswagen ID.7. Ich freue mich, dass Volkswagen mich eingeladen hat, als einer der ersten ihn zu testen, Probe zu fahren, und genau das machen wir hier auf dieser wunderschönen Küstenstraße. Der ID.7 in dieser Ausstattung hat eine Netto-Batteriekapazität von 77 Kilowattstunden. Es wird noch eine mit 86 Kilowattstunden geben und wir haben hier bereits eine Reichweite von 621 Kilometer nach WLTP. Das heißt, es geht hier um eine Reiselimousine, ein Langstreckenfahrzeug, das eine außergewöhnliche Fahrdynamik haben soll, und ich bin mal gespannt, ob sich das bei meiner Probefahrt auch so rausstellt. Wie ihr wisst, bin ich ja nicht so der Autofreak und nicht so der Design- und Optikfreak, aber bei diesem Auto habe ich auf den ersten Blick tatsächlich gesagt, wow, das ist ein schönes Auto. Was mich wirklich interessiert, ist, wie dieses Auto es schafft, auf 13,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer zu kommen, denn er wiegt 2,1 Tonnen. Also natürlich ist er super windschnittig geschnitten und hat wohl einen sehr, sehr guten Widerstandswert. Aber kommt man damit wirklich auf einen so niedrigen Verbrauch und so eine geniale Reichweite, wie Volkswagen uns das verspricht? Ein bisschen werde ich es ausprobieren können in den nächsten Stunden und ich freue mich, euch davon zu berichten. So, jetzt fahre ich schon einen kleinen Moment hier mit diesem Auto und erzähle euch gerne mal ein paar erste Fahreindrücke. Fangen wir mal mit dem Unwesentlichsten an, aber wenn man es einmal benutzt hat, möchte man es nicht missen. Und zwar sind das die Massagesitze. Die Sitze sind natürlich verstellbar und speicherbar und so weiter, aber sie haben auch Massagefunktion und sie haben auch eine Kühlungsfunktion. Wir haben hier natürlich auch die entsprechende Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommen von diesen Autos. Ah, siehst du mal, jetzt ist das wieder passiert, dass ich nämlich durch den Kreisverkehr fahre und er mir im Navi nicht schnell genug sagt, dass ich raus muss. Also das ist tatsächlich jetzt mal spontan eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, negativ, dass ich am Kreisverkehr schon vorbei bin, wenn er mir sagt, dass ich raus muss im Navi. Okay, sonst gibt es nur viel Positives zu berichten. Es ist viel aufgeräumter, gerade was das Display anbetrifft. Ich bin ganz bewusst ja ein Fahrer, der beim Probefahren nicht vorher groß liest, was kann man einstellen, was sollte man machen, sondern ich denke, ich setze mich rein und dann muss es ja funktionieren. Und das funktioniert hier auch. Also ich finde alles, ich finde den Navi, ich finde die Voreinstellungen, ich finde die verschiedenen Fahrmodi, ich habe sie auch ausprobieren können. Wir haben einen Eco-Mode, in dem man mehr so dahin segelt, kann man eigentlich sagen. Der Comfort-Mode ist sehr, sehr gemütlich, und im Sport-Mode, klar, da haben wir ein bisschen mehr Rekuperation, haben wir etwas härter eingestelltes Fahrwerk. Das funktioniert alles soweit gut. Und wir haben vorne bei der Wahl des Ganges sozusagen nicht nur das D, sondern auch das B. Das ist jetzt für mich ungewöhnlich, aber damit habe ich dann mehr Rekuperation. Also zunächst mal übersichtlich, intuitiv zu bedienen, beheizbares Lenkrad, super bequem von den Sitzen übers Fahrwerk. Hallo Ida. Fahrersitz wärmer. Alles klar, die Sitze werden gleich wärmer. Dann haben wir ein Head-Up-Display. Darauf sehe ich die Geschwindigkeit, die Sollgeschwindigkeit, dann natürlich das Navi. Dann habe ich Fahrassistenzsysteme, die ich hierüber kontrollieren kann. Hier habe ich übrigens jetzt auch entdeckt, dass man dort sieht, welchen Verbrauch man gerade hat. Oder man kann es einfach nur zentriert machen mit dem der Geschwindigkeit oder eben die Assistenzsysteme rechts und links. Das habe ich mal wieder eingeschaltet. Haben wir jetzt rechts das Navi, links das Assistenzsystem, in der Mitte die Geschwindigkeit oder hier noch den Verbrauch. Was auch noch interessant ist, ist, dass es ein sehr gutes Navi-System geben muss. Man kann damit natürlich nicht nur navigieren und noch Zwischenstopps einfügen, sondern man kann sagen, man möchte mit einer gewissen Restladung ankommen. Das ist eigentlich das, was ich besonders interessant finde. Man kann sagen, dass man nur an schnellen oder langsamen Ladern laden will. Und der Vollständigkeit halber, es gibt noch einen Überholassistenten, der auf der Autobahn mir überprüft, ob der Weg frei ist und dann bei gesetztem Blinker den Überholvorgang einleitet. Ich finde es hier im Cockpit eine gelungene Mischung aus modern, übersichtlich, aber trotzdem nicht so spartanisch. Und wir haben auch nicht so viele Knöpfe und Schalterchen am Lenkrad. Wir haben einfach auf der linken Seite die Fahrassistenzsysteme und den Scheibenwischer.
Ich habe mir sagen lassen, das sei der erste VW, der den Scheibenwischer auf der linken Seite hat. Dann haben wir auf der rechten Seite den Hebel für den Gang. Und so fährt sich's hier erstmal wirklich sehr bequem und gut. Ich kann mir ja auch vorstellen, lange Strecken zu fahren. Und vielleicht merkt ihr das gerade auch. Ich kann gut beschleunigen, mühelos, butterweich. Man hört relativ viele Fahrgeräusche tatsächlich, wenn man etwas schneller ist. Könnte daran liegen, dass die Reifen sind, ich weiß es nicht. Hey, und ich sage euch, beim Autofahren massiert zu werden, ist tatsächlich gerade auch, wenn man irgendwelche Probefahrten dreht, extrem angenehm. Dann gucken wir mal, was das Ding von 0 auf 100 so macht. Und auf geht's. Das ohne Geräusch, wie schön. Ja, das ist natürlich eine herrliche Kulisse hier hinten mit dem Meer. Aber darum geht es gar nicht, denn es geht darum, dass hier der ID.7 Kombi steht. Zwar noch verkleidet, aber natürlich schon gut erkennbar. Ich habe schon mal ein Video gemacht über den ersten elektrischen Kombi und damals war das Fazit, naja, elektrisch schon, aber Kombi weiß ich nicht. Das ist ein Kombi. Also so etwa 5 Meter lang und der Radstand sind 3 Meter. Den darf ich leider noch nicht weiter fahren und anschauen, aber sicherlich ein super spannendes Auto. Der erste Kombi, naja, der E-Passat von Volkswagen, würde ich mal sagen. So, dann schauen wir uns mal das Thema Laden an. Hier befindet sich die Ladeklappe, ganz klassisch zu öffnen mit einem Druck. Und hier ein Typ 2 Stecker und unten drunter dann der CCS Stecker fürs schnelle Laden. Schnell heißt in diesem Fall 170 Kilowatt. Beim Pro S mit der großen Batterie soll es 200 Kilowatt betragen. Vorne müssen wir eigentlich nicht aufmachen, das ist eine klassische Motorhaube. Die öffnet man ganz klassisch mit dem Hebelchen am Fahrersitz und drinnen befindet sich jede Menge Technik, aber kein Platz für zusätzliche Koffer. Umso interessanter, wie es mit dem Kofferraum aussieht. Der geht natürlich automatisch auf und zu, ist ja klar, und sieht doch erstmal schön geräumig aus. Ich nehme mal wieder meine 22 cm Hände. Ich würde sagen, so ganz grob 95 cm in der Breite und über 1 Meter in der Tiefe. Das ist schon ganz schön gewaltig. In der Mitte können wir hier diesen kleinen Ausschnitt getrennt umklappen, für Skier zum Beispiel. Und wenn wir jetzt alles umklappen, gibt das einen richtig, richtig großen Kofferraum. Ich würde mal behaupten, da passt sogar ich rein. Na. Also, wenn ich die Schuhe hier ganz an den Rand mache, dann sind das fast 2 Meter. Also, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das fast ein bisschen mehr als beim Model 3. In der Breite das gleiche. Und vor allem habe ich hier nicht diese Einschränkung durch die Hutablage. Also da kommt man ein bisschen ins Grübeln als Model 3-Fahrer. Ja, den Oscar-Test kann ich leider nicht machen, weil ich bin nicht der Oscar und er ist nicht dabei. Aber was man schon mal sieht, ist für die Beine, Entschuldigung, ich habe dreckige Füße, ich weiß, ist hier ordentlich Platz. Da habe ich noch ungefähr 20 cm Luft zu meinem Fahrersitz. Das würde auch für den Oscar reichen. Was den Kopf betrifft, dann hätte er Schwierigkeiten. Für mich ist es sehr praktisch und bequem. Wenn ich mich zurücklehne, habe ich vielleicht noch eine Handbreit Platz zwischen meiner Platte und der Decke. Für den Oscar würde das eng, der würde dann eher so sitzen. Ansonsten haben wir hier hinten Harman Kardon Lautsprecher, nur vom Feinsten. In der Mittelkonsole noch 2 USB-C Ladestecker. Und sogar beheizbare Sitz hier hinten, der Wahnsinn. Ich glaube, dass ich diese Lackoptik nicht so gerne mag, habe ich schon gesagt. Ne? Ich bin auch gar nicht auf das Glasdach eingegangen, weil es ist nämlich wirklich auch sehr schick. Das ist nämlich, glaube ich, sogar einstellbar. Jetzt sieht man nichts durch. Das ist sozusagen die Sonnenschutzvariante. Man kann das aber auch so machen, dass es durchsichtig ist. Ah ja, so funktioniert's. Ja, das waren 2 schöne Tage mit dem ID.7 und ich bin ein bisschen traurig, dass ich ihn wieder abgeben muss. Ich war ja besonders gespannt auf den Verbrauch. Er hat jetzt nicht die versprochenen 14 bis 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer einhalten können. Das liegt sicherlich daran, dass es ungefähr 10 Grad kalt ist und wir sehr viel Autobahn und bergig gefahren sind. Ich bin bei ungefähr 18,5 rausgekommen, was aus meiner Erfahrung mit dem Model 3 ein eigentlich ziemlich guter Wert ist. Ja, auch wenn wieder alle stöhnen, um einen Vergleich mit Tesla kommt man halt irgendwie einfach nicht rum. Es ist ein schneidiges Auto, es liegt preislich deutlich über dem Model 3 und sehr deutlich unter dem Model S. Und genau da würde ich den ID.7 auch einordnen.
Für mich ist das Fahrzeug für alle, denen das Model 3 nicht komfortabel genug ist und das Model S einfach zu teuer. Natürlich haben wir hier aus meiner Sicht hochwertige Verarbeitung, made in Germany. Aber vor allem nach meinen früheren Erfahrungen mit ID3 und ID4 haben wir jetzt endlich mal ordentliche ansprechende Fahrleistungen und wir haben endlich nicht für jede Idee, die irgendein Konstrukteur hatte, einen neuen Knopf dazu gemacht, sondern jetzt wirklich ein übersichtliches Lenkrad und Display mit einer übersichtlichen Software, die sogar ich als Musiker intuitiv bedienen konnte. Auch die Assistenzsysteme waren nicht bloße Spielerei, sondern haben wirklich gut funktioniert, haben mir gute Dienste geleistet in diesen 2 Tagen. Also insofern bin ich wirklich rundum zufrieden mit diesem Auto. 57.000 Euro sind natürlich auch kein Pappenstiel, aber wie gesagt, wenn man es mit dem Model S vergleicht, ein Schnäppchen. Hand aufs Herz, würde ich tauschen, wenn man mir für meinen Model 3 diesen ID7 geben würde? Ja, ich würde es tun. Was sagt ihr zu dem ID7? Schreibt es unten in die Kommentare, gebt mir bitte ein Like auf dieses Video und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Dieser Dad.